Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe meine süße Sophia Maus hier auf der Arme und ich dachte mir, es wird jetzt endlich mal Zeit, dass die kleine Mausi wieder frisch gemacht wird. Sie hat ja jetzt schon länger das an, was sie hier anhat und ich habe ihr auch schon Sachen rausgesucht und ich dachte mir, ich nehme euch heute einfach mal mit beim Umziehen. Deswegen stelle ich euch jetzt auch direkt ab und dann geht's auch direkt los und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Sophia hat ja auch schon seit einiger Zeit eine Stoffwindel an, also sehr, sehr lange schon eigentlich. Ich werde ihr jetzt die aber ausziehen, damit ich die auch einmal mit zum Waschen tun kann. Also, dass die einmal gewaschen wird. Und dann kann man die halt auch wieder hier bei meinen Stoffis mit reinpacken. Und zwar hat die Maus diese Windel angehabt bis jetzt. Das ist eine All-in-One-Windel mit Klettverschluss von Grobaby. Da ist halt auch eine Einlage, also eine etwas dünnere Einlage ist das, aber die ist hier festgenäht. Und dann halt eine dicke Einlage und die ist halt so mit Druckknopf befestigt. Die werde ich jetzt einfach auch mal mit in die Wäsche packen, damit die halt einfach auch mal durchgewaschen wird. Und dann ziehe ich ihr jetzt eine neue Stoffwindel an, ne, kleine Maus. So, die kleine Maus ist fertig. Ich finde die total süß mit dieser Latzhose und darunter halt den Langarmbody. Und dann steht hier Mommy's Little Sweet Girl. Da habe ich hier einfach die Söckchen dazu angezogen. Ich werde jetzt noch schöne Fotos mit ihr machen. Auch für das Thumbnail jetzt hier für dieses Video. Also das Hauptbild. Und da werde ich mir gleich von diesen Fellen, die ich habe, die habe ich mir jetzt hier oben in der Ecke liegen, die werde ich mir gleich eins rausholen und dann, ja, richtig schöne Fotos mit ihr noch machen. Ich habe Fotos jetzt gemacht von der kleinen Maus. Die liegt jetzt auch noch hier. Total süß. Und ich würde sagen, mit diesem Bild verabschieden wir uns jetzt wieder von diesem Video. Wir hoffen natürlich, euch hat dieses Video wieder Spaß gemacht. Wir hoffen natürlich, dass ihr auch solche Formate noch schaut. Und dass das euch Spaß macht, sowas zu schauen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut oder geschaut habt. Und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.